Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist für euch draußen. Ja, wir spielen in dieser Woche einmal auf der, ich glaube, die tschechische Map ist das. Dafür haben wir uns ein neues Profil erstellt. Unterwegs sind wir mit der Aneta. Leider habe ich nicht sonderlich weibliche Stimme, von daher. Naja, aber hübsch ist sie. Ja. Wie ihr seht, 2000 Euro hat die holde Dame auf dem Konto. Ansonsten weiter nichts. Das heißt, wir fahren hier erstmal schnelle Aufträge, um überhaupt an Kohle zu kommen. Wir können aber ja mal schauen. Genau, wir haben ja auch noch gar keine Händler oder dergleichen entdeckt. Das ist ja das Problem. Sprich, wir haben keinen eigenen LKW. Wir sind jetzt also hier mit dem Iveco unterwegs und wir fahren jetzt einfach mal diesen Auftrag. So. Wo sind wir denn? Wir müssen hier irgendwie rechts runter. Das ist ein bisschen. Ich habe keine weiteren Mods drin. Einen LKW-Mod habe ich drin. Für einen Lastwagen, den wir uns später kaufen werden. Wisst ihr was? Das wird abenteuerlich hier. Kommen wir hier rum. Kommen wir da raus. Kommen wir natürlich nicht. Schittebums. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Peinliche Folge gleich zu Beginn, nur Mist und Schrott. So kann das natürlich nichts werden. Ich glaube, wir haben das Ding auch noch nicht kaputt. Cool. So, hier kommen wir raus. Und nu? Das ist doch furchtbar gemacht hier, oder? Musste den Ausgang suchen. Wir schauen mal, wie es hier aussieht, ob wir hier durchkommen. Man sieht also schon, dass es bautechnisch schon etwas anders gemacht ist. Hier diese vielen Fahrräder, diese kleinen Hütchen. Also ich bin sehr gespannt auf diese Map. Wir können uns die mal eben ganz kurz angucken. Sie ist leider auch nicht sonderlich groß. Von daher werden wir die sehr schnell abgefrühstückt haben und dann nehme ich die auch wieder raus. Aber man kann sie sich hier auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht auch einfach mal in einer Schnelltour-Map-Vorstellung oder so ähnlich. So. Also Firma aufbauen wäre dann wohl eher auf der Ungarn-Map machbar, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, kleine Häuschen auf der linken. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, teilweise. Das Navi zeigt jetzt hier diese Strecke gar nicht an, was ich natürlich sehr interessant finde. Ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt lang fahren, aber da fehlt eine Textur. Müssen wir denn hier schon rein? Das Problem ist, solange wie wir hier noch keinen LKW haben, können wir natürlich diese Map nicht getrennt abfahren. Wir drücken hier einfach mal die Eingabetaste. So, genau. Wähle den nächsten Auftrag. Das ist unsere Aneta Neuling. Wir müssen einen schnellen Auftrag nehmen. Und Babice nach ungefähr. Also so ganz viel gibt es hier natürlich nicht. Vor allem, man sieht hier nur den LKW. Und komm, wir fahren mal Altverpackungen. Auftrag annehmen. So, jetzt können wir uns hier wieder überlegen, wie wir hier rauskommen. Jetzt haben wir Altverpackungen drauf. Wieder nur einen Kilometer vor uns. Eieieiei, guckt euch das mal an da. Das wird doch nichts. Wir haben hier so einen Gigaliner jetzt. Das habe ich gar nicht. Shit, das habe ich gar nicht gesehen.
Das habe ich doch überhaupt nicht gesehen hier, dass wir da sowas am Arsch kleben haben. Oh. Egal. Kaputt geht hier anscheinend nichts. Wackelt natürlich wie so ein Lämmerschwanz da hinten dran. Ne? Mensch, wie kann man einen Neuling mit so einem Gigaliner losschicken? Das ist ja unglaublich. Irgendwie ist das hier die gleiche Stelle wie vorhin. KI-Verkehr scheint es hier nicht zu geben. Jetzt gucken wir uns dann auch gleich mal hier die Züge an. Ja. Ich denke mal, eine ganze Woche werden wir uns auf dieser Map nicht aufhalten. Es fehlt doch so an einigen. Die Häuser finde ich teilweise etwas einfach gestrickt. Barrieren gibt es nicht für Straßen, wo wir nicht reinkommen, werden auf dem Navi aber auch nicht angezeigt. KI-Verkehr wollte ich gerade sagen, gibt es gar nicht, aber da war jetzt tatsächlich einmal ein Bulli. Und wir fahren einfach mal hier raus. So, das sollte eigentlich klappen hier. Also man muss sich die ganze Map mal anschauen. Man sieht ja jetzt nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, okay, ist grundlegend schlecht oder grundlegend gut oder wie auch immer. So, hier muss gleich rechts irgendwo eine Straße reingehen. Hier auf dem Navi. Also Navi ist auf jeden Fall mangelhaft. Ja, weil jetzt sehen wir nämlich zum Beispiel, okay, wir hätten wahrscheinlich doch da vorne irgendwie rein müssen. Und hier sind jetzt mal gerade keine Bäume. Wir versuchen mal, ob wir über den Radweg zurückkommen oder ob wir uns hier jetzt festfahren. Einmal hier durch den Raps. Schaden scheint es hier nicht zu geben. Boah, Radweg ist breit genug für uns. Perfekt dafür. So, und hier muss es irgendwo dann eine Einfahrt geben. Wollen wir mal gucken. Hört sich ein bisschen gefährlich an, das Ganze. Ja, wie sagt man so schön? Mangelhafte Verarbeitung, definitiv. Man sieht aber, man hat sich definitiv Mühe gegeben. Aber es ist stellenweise doch so ein bisschen in die Hose gegangen, weil es gibt hier keine klaren Angaben vom Navi. Da fehlen schon wieder Texturen, da waren wir hier nicht eben schon mal. So, mit dem da rückwärts rein ist natürlich Mumpitz, das wird nicht ausgezeichnet. So, was haben wir denn noch Schönes? Können wir noch einen dritten fahren?
Das sind immerhin mal 12 Kilometer. Na komm, den nehmen wir noch. Mal gucken, wo wir jetzt raus müssen. Diesmal haben wir wieder einen normalen Trailer hinten dran. Da vorne ist ein Scania-Händler. Ich würde mal sagen, wir fahren rechts. Also wie gesagt, ohne Frage, man hat sich hier Mühe gegeben, auf jeden Fall. Da kann man nie meckern. Aber. So, fahren wir eben ganz kurz hier bei dem Scania-Onkel drauf. Was ich interessant finde, dass es hier offensichtlich auch keine Händler gibt. Mit anderen Worten, du kannst hier, selbst wenn du... Oh, jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Oh, wir haben Schaden. Wow. Du kannst also damit offensichtlich hier auch keinen LKW kaufen, oder? So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Rechts rum? Scheiß auf das Stoppschild, kommt sowieso keiner. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Jo, das sieht ja erstmal danach aus. Da links ist der Radweg, über den wir eben gefahren sind. Scania verkauft Mähdrescher, das ist auch schon mal nicht schlecht. Wir geben einfach mal Gas. Hier haben wir ja freie Fahrt ins Wochenende. Da steht einer, wartet auf den Bus. Da kommt kein Bus. Hier fahren ja nicht mal normale Autos. Warum soll hier ein Bus fahren? Sie haben Post schon wieder. Hustenowice. Aha. Spricht man garantiert anders aus. Oh, ein Auto. Zwei Autos. Ein Auto und ein Bus. Also der KI-Verkehr ist jetzt hier nicht so berauschend. Da fehlt es an einigen. Dafür muss ich sagen, ziehen sich die Kilometer unheimlich hin. 10 Kilometer steht da mindestens seit einer halben Stunde schon. Das wird doch irgendwie nicht we- Das wird doch irgendwie nicht weniger. Hallo? Immer noch 10 Kilometer, aber noch 9 Minuten. Jetzt haben wir 9 Kilometer, 9 Minuten. Also bislang muss ich sagen, ist es nicht so, dass es mich überzeugt. Da hat mir die Ungarn-Map
besser gefallen. Die versuche ich auch mal wieder hier reinzubekommen. Dann lassen wir die Aneta dort fahren. Und eventuell auch wieder die MHA Pro mit dem Horst. Na, wir müssen mal gucken, ob es hier noch Überraschungen gibt. So langsam tauchen andere Autos auf. Ist ja irre. Da kam tatsächlich mal einer von vorne. So, was haben wir da? Ein Leuchtturm mitten in der Stadt. Eine nicht funktionierende Ampel, vielleicht frisch gebaut oder so, weiß man nicht. Komisch, weit und breit siehst du keinen. Kommst du an der Ampel ran, dann hast du sie vor dir stehen. So komm, lieb Gasmann. Da hinten ist dann mal eine Werkstatt, eine Tankstelle und ein Hotel. Könnten natürlich, ja, aber wir brauchen einen Händler. Das nutzt alles nichts, wenn wir keinen Händler haben. So, wir überholen einfach mal. Also die Kilometer, so vom Maßstab her, zieht sich das hier schon gewaltig. Das kann man also nicht leugnen. So, die rote Ampel ignorieren wir mal, wenn da eine ist. Es gibt keine Bußgelder und nein, ich habe sie nicht abgeschaltet. Okay. So, da hätten wir jetzt einen Mercedes-Benz-Händler. Kann man irgendwo durchnehmen. Na, vielleicht können wir gleich irgendwie vorbei. Es sind noch 4 Kilometer, wobei 4 Kilometer hier irgendwie eine halbe Ewigkeit sind.
Die Auffahrt fand ich gerade ein bisschen komisch. Das hatte für mich so ein wenig den Anschein, als würde da was fehlen. Erster offener Hof. Hier ist doch gar nichts. Das ist ein Acker. Erste Mal auf dem Acker oder was? So, und hier geht es offensichtlich steil bergan. Vorne geht es dann gleich raus für uns. Nee, war klar. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte mich da jetzt mal so dran vorbeimogeln, aber das war nichts. So, kommt da was? Nee, da auch nicht weg. Wartest gefälligst. Wenn dir dein Auto lieb ist, sonst nicht. So, dann sind wir gleich da. LKW-Händler haben wir immer noch nicht entdeckt. Ja, das war jetzt aber auf zwei Rädern gefahren, du. So, wie dem auch sei, egal. Es war ein bisschen eng. Gucken, ob wir noch was kaputt gemacht haben oder nicht. Natürlich nicht. Okay, in diesem Sinne. Wir belassen es erstmal dabei. Mal schauen, was ich mache, ob ich da noch mehr Folgen von mache, dass wir die Karte mal so ein bisschen. Ja, ich denke mal, wir werden erstmal die Fernfahrt machen, dass wir auch weitere Strecken bekommen. Ob ich da jetzt noch ein bisschen was mache oder ob wir diese Map dann ad acta holen. Was haben wir hier? Selbstständige Fahrer gesucht. Ja, wie schön. Wie soll ich mich hier jetzt bewerben? Ja, nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber offensichtlich haben wir irgendwie einen Händler entdeckt. LKW-Händler, auch mal gucken. Da. Tatsächlich. Wir wollen den mal einmal besuchen und mal gucken, was man dort kaufen kann. Vielleicht finden wir da was, was wir gebrauchen können. Vor allem, was die kosten. Dass wir vielleicht einen eigenen LKW schon mal haben. Die können wir natürlich alle noch gar nicht kriegen. Ich hätte gerne aber einen Mercedes-Händler, IDweil. Ich habe einen Mod hochgeladen und dieser LKW, der interessiert mich. Und dafür brauchen wir natürlich einen Mercedes-Händler. Okay, in diesem Sinne, wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen.
freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.